In einem Wartezimmer saß sie ganz bleich und schwach. Er saß so lange er konnte, bis er zusammenbrach. Die Ärztin war zur Stelle, massierte Herz und Kopf. Bald kam er wieder zu sich, da sprach der arme Tropf. Hallo Fräulein, hallo, ich weiß nicht wo ich bin. Sie können sicher sagen, wo ich gerade bin. Ich hab den Kopf verloren und jetzt auch noch mein Herz. Als ich sie hab gesehen, verschwand auch noch der Schmerz. Zum zweiten Mal sank Anton zu Boden wie ein Sack. Die Ärztin holte Wasser mit Alkoholgeschmack. Bald kam der Kranke zu sich und schüttelte den Kopf. Er schaute auf zur Dame, da sprach der arme Tropf.